Hi, das ist ja schön, dass wir uns hier treffen. Ich bin gerade auf dem Weg ins Studio und ich hätte da was mit dir zu besprechen. Diese Woche kein Tutorial, sondern ich glaube, dass wir von Tutorials sehr viel lernen. Aber ich glaube, wirklich weiter kommen wir in der Fotografie, wenn wir uns mit der Metaebene befassen. Also mit all den Themen, die rundherum noch zur Fotografie dazugehören und die uns tatsächlich weiterbringen, interessantere, spannendere, bessere Fotos zu machen. Nicht nur technisch besser, sondern besser. Und da habe ich heute ein großes Thema, das mich immer wieder begleitet, das mir immer wieder über den Weg läuft und das gerade jetzt aktuell wieder intensiv geworden ist. Ich sag's gleich, das wird abgedreht, aber wenn du es schaffst, bis zum Schluss dran zu bleiben, spart dir dieses Video eine Menge Selbsthilfebücher zu lesen und es wird dir helfen, bessere Fotos zu machen. Garantiert. Aber du musst es bis zum Ende schaffen. Dann glaube ich, dass es in deinem Kopf genauso viel Sinn machen wird wie in meinem Kopf. Einen Versuch ist es wert, ich halte mich auch kurz versprochen und ich nehme dich jetzt ein Stück mit. Seit 6 Jahren ist das mein Weg ins Studio und seit 6 Jahren habe ich deswegen diese Helmfrisur. Da sind wir wieder mal im Shootcamp Headquarter. Da waren wir schon lange nicht und möglicherweise sind wir hier schon bald gar nicht mehr. Und ja, das gehört immer noch zum Thema. Macht gleich Sinn. Wir setzen uns ganz kurz dahin und dann erkläre ich dir, wovon ich hier rede, okay? Bevor wir loslegen, eine Sache noch. Ich habe leider das Geschenk noch immer nicht bekommen, nur einen Teil davon. Und ich möchte es euch aber erst zeigen, wenn alles gekommen ist. Aber in den Kommentaren des letzten Videos gab es ein paar dermaßen großartige Vorschläge und Ideen. Da habe ich zum Beispiel gelesen, das nächste Video kann nach diesem Video ja wohl nur die Der mit dem Wolf tanzt VHS-Kassette sein. Da dachte ich, die VHS-Kassette ist mit der Post unterwegs, das ist die DVD. Ich habe weder DVD-Player noch VHS-Kassette, also wer auch immer DVD-Player oder VHS-Kassette hat, ab in die Kommentare, ich schicke euch das sehr gerne. Also, die Sache, Entschuldigung, jetzt, zu heiß. Die Sache mit diesem Studio ist die, das hier ist sowas wie ein Kindheitstraum von mir. Seit ich mich in Fotografie verliebt habe, habe ich davon geträumt, ein eigenes Studio zu haben. Und das ist es, seit über 6 Jahren. Und hier ist so viel Großartiges schon passiert. Workshops, Kursdrehs, Fotoproduktionen, die Väterporträts sind hier entstanden, inklusive ordentliche Partys, die hier gefeiert wurden, wie sich's gehört. Dann kam 2020 die erste Baustelle auf uns zu, eine richtig große Baustelle, feuchte Wände und das ohne Wasserrohrbruch. Verdächtige Sache. So wie es aussieht, wird diese Feuchtigkeit immer wieder durchkommen. Die dürfte ein Grundproblem an diesem Gebäude sein, weil denkmalgeschützt. Lange Geschichte, völlig irrelevant, aber so wie es aussieht, müssen wir uns von diesem Studio und vom Shootcamp Headquarter, das es seit 6 Jahren ist, schweren Herzens sehr bald verabschieden. Und damit nähern wir uns der Lektion, von der ich eingangs gesprochen habe. Also dranbleiben, wir sind gleich soweit. Wir müssen nur diese fantastische Kaffeemaschine noch benutzen. Naja, egal wie lange wir da sind, ich werde mir nie merken, dass diese Kaffeemaschine 15 Minuten vorheizt, bevor man einen Kaffee rauskriegt. Egal, dann haben wir Zeit zum Quatschen. Also, das soll jetzt nicht theatralisch klingen oder so, aber Fotografie hat mich in meinen dunkelsten Momenten immer wieder daran erinnert, dass alles, was uns begegnet im Leben, nur eine Momentaufnahme ist. Ich bin im Krankenhaus gelegen mit einer Krebsdiagnose, kurz nach einer Operation und hatte Zeit, in meinem Smartphone die Fotoalben von früher durchzublättern. Leicht melancholisch. Aber mir hatte auch 48 Stunden vorher ein Arzt gesagt, dass ich ohne diesen Eingriff nur noch 10 bis 12 Monate zu leben hätte. Da kann man schon mal ein bisschen melancholisch werden. Und in diesem Durchblättern von alten Fotos und alten Momenten ist mir wieder mal so richtig deutlich klar geworden, dass alles in unserem Leben eine Momentaufnahme ist. Die guten und die schlechten Momente. Wir können bei den schlechten Momenten uns einfach in Erinnerung rufen, ist nur eine Momentaufnahme, geht wieder vorbei. Bei den Positiven ist das vielleicht nicht ganz so leicht, da könnte man jetzt leicht in Gefahr geraten zu sagen, oh, ein schöner Moment, um Gottes Willen, er wird gleich vorbei sein.
Aber das Gute daran ist, wir selbst entscheiden, ob wir das jetzt traurig finden, dass gute Momente wieder vergehen, oder ob wir einfach dankbar und froh sind, dass diese guten Momente überhaupt da waren. Ich habe mich damals tatsächlich gefragt, ob das jetzt vielleicht der letzte lange Moment und die letzte Aufgabe in meinem Leben sein könnte, gegen diesen Krebs zu kämpfen und zu verlieren. Aber selbst dann, so abgedreht das jetzt klingt, wäre das auch nur ein Moment. Und man kann das jetzt ins Endlose durchspielen. Man kann sagen, eine Woche ist doch berechnet auf meine Lebenszeit nicht lang. Selbst ein Jahr auf meine gesamte Lebensdauer ist es ein langer Moment, aber ja, er endet. Ein ganzes Menschenleben ist auf die Sicht aller Menschenleben, die es schon gab, auch nur ein kleiner Moment. Und wir, unsere pure menschliche Existenz, ist auf kosmischen Maßstäben betrachtet gerade mal eine Sekunde. Und damit kommen wir jetzt endlich zu dem Punkt, auf den ich hinaus will und warum das alles davor als Vorgeschichte sein musste. Auf der einen Seite hat mir Fotografie wahnsinnig geholfen, unzählige Lebenshilfebücher nicht lesen zu müssen, weil es mich immer wieder daran erinnert, dass das Leben eine Aneinanderreihung von Momenten ist. Gute Momente, schlechte Momente, aber was auch immer in unser Leben kommt, wird wieder gehen, auf die eine oder andere Weise. Und auf der anderen Seite kann uns diese einfache, banale Erkenntnis enorm helfen, weitaus bessere Fotos zu machen. Wenn wir den Moment mehr respektieren und uns bewusster machen, dass jeder einzelne Moment wieder verschwindet, dann lenken wir unsere Aufmerksamkeit beim Fotografieren vielleicht wieder mehr auf die Momente. Wir sind vielleicht nicht mehr so fokussiert auf Technik und Einstellungen und allem möglichen Zeug, das es sonst so rundherum in der Fotografie gibt. Uns wird dadurch noch bewusster, dass die Momente es sind, die den Fotos einen echten Wert schenken und dass keiner von ihnen jemals wiederkommen kann. Fotografie und Film sind die einzigen Werkzeuge, die wir haben, um Momente festzuhalten. Aber nicht um uns an ihnen festzuhalten, sondern um sie festzuhalten, um uns wieder daran zu erinnern, damit sie uns wieder daran erinnern können, dass alles im Leben nur eine Momentaufnahme ist. Macht das jetzt in deinem Kopf nur halb so viel Sinn wie in meinem? Veränderung ist und bleibt die einzige Konstante im Leben, auch wenn der Spruch irgendwie alt klingt, aber er stimmt halt. Ich bin äußerst gespannt auf deine Gedanken zu diesen Gedanken in den Kommentaren und wir sehen uns im nächsten Video.